Das Workflow-System ist ein mächtiges Tool, mit dem Sie passativ an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen können. Das Workflow-System stellt hierzu Ereignisse auf der linken Seite zur Verfügung, die sogenannten Events. Mit den Aktionen, welche Sie auf der rechten Seite sehen, können Sie auf ein Event reagieren. In diesem Beispiel wird eine E-Mail automatisch versendet, sobald ein Benutzer eine neue Aufgabe in Passativ erhalten hat. Eine Aufgabe kann zum Beispiel eine Freigabeanfrage zum Brechen eines Siegels sein. Die E-Mail kann um eigenen Text, eventuell einem Ansprechpartner, ergänzt werden. Es lässt sich zum Beispiel auch eine E-Mail an einen Verantwortlichen senden, wenn in einem bestimmten Ordner ein Passwort angesehen oder editiert wird. Ein weiteres Beispiel ist ein Mehr-Augen-Prinzip vor dem Löschen des Logbuchs. In der Konfiguration dieser Aktion können Sie die Benutzer auswählen, welche zur Ausführung des Events notwendig sind. Sollen es keine bestimmten Benutzer sein, so kann auch eine Gruppe verwendet werden. Mit dem Event nach neuem Passwort können Sie beispielsweise nach dem Erstellen eines Datensatzes eine Aktion durchführen. Hier eignen sich Aktionen wie Datensatzsiegel oder Datensatzsperre. Diese wird ähnlich wie das Datensatzsiegel konfiguriert. Sie können hier eine Vorlage wählen, nach welcher der Datensatz nach dem Erstellen gesperrt werden soll. Ebenfalls können Sie eine Begründung konfigurieren. Über die Bedingungen legen Sie fest, wo der Workflow greifen soll. In unserem Beispiel soll der Workflow nur bei dem Ordner TeamViewer ausgeführt werden. Betrachten wir nun die Auswirkungen der erstellten Workflow-Events. Das Löschen des Logbuchs ist nur noch im Mehr-Augen-Prinzip möglich. Somit kann unbefugtes Löschen des Logbuchs unterbunden werden. Eine weitere Aktion war das automatische Sperren eines Datensatzes. Erstellen wir nun im Ordner TeamViewer einen neuen Datensatz, so wird dieser nach dem Speichern automatisch anhand der konfigurierten Einstellung sowie der Vorlage gesperrt.